Hallo Leute, willkommen zu den täglichen Herausforderungen vom 29.12., dem Sonntag. 29.12. ist der Geburtstag von meiner Mutter. Sie wird heute 85. Deswegen gibt es heute nur zwei Videos. Später wird noch eins hochgeladen, weil ich habe ja heute den Geburtstag von meiner Mutter zu feiern. Aber kleiner Witz, nur zwei Videos heute. Es kommt später noch eins. Distanz mit dem Zug zurückgelegt. Das ist easy. Gegnerische Nichtspielercharaktere plündern. Geschäfte in Valentine besucht, einmal Showdown in Shootout-Serie abgeschlossen, einmal Spieler in Freeroom-Events durch Kopfschuss getötet, 3 und Spieler in Freeroom-Events generell getötet, auch 3 kann man schön kombinieren. Streifenhörnchen müssen gesammelt werden, 2. Wir dürfen wieder im Schwarzbrenner-Saloon tanzen und zwar wieder 2 Minuten, 2-mal. Schwarzgebrannten mit mindestens 18 unbeschädigten Flaschen ausliefern. Habe ich nicht machen können, weil ich nichts vorbereitet habe. Leider. Schwarzbrenner Story abgeschlossen, habe ich einen kleinen Tipp für euch. Und die schwierige oder legendäre Kopfgeldmission ist immer noch verbuggt. Das geht immer noch so easy. Und Gesuchte von Steckbriefen aus New Austin abgeliefert steht hier bei mir. Lagereintöpfe dürfen wir auch essen. Und ein verlorenes Schmuckstück habe ich hier im Video mit drin. Die Festmahlsammlung läuft ja noch bis nächsten Dienstag. Und ich habe euch heute wieder die Location rausgesucht von den Gänseeiern. Das solltet ihr unbedingt machen. Jeden Tag diese 1000 XP, mehr als 1000 XP einsammeln, weil ihr kriegt ja für das Aufsammeln der Gänseeier und für die Schnapsflaschen auch nochmal XP. Also mehr als 1000 XP für die Festmahlsammlung. Das ist ruckzuck erledigt. Ihr braucht natürlich noch fettes Vogelfleisch dazu, aber das müsste jetzt eigentlich schon jeder haben mit Thymian. Dann natürlich... Es war ja die Schnapsflasche bei der verbrannten Stadt gewesen und dann bin ich natürlich gleich hoch nach Valentine, weil wir müssen ja noch ein Geschäft besuchen in Valentine, aber erstmal zum Postamt und die 1000 XP eingesammelt und auch noch eine Tarotflasche, Tarotkarte, oh Gott, Tarotflasche, nein, vergesst es, eine Tarotkarte direkt am Bahnhof, andere Spieler waren auch noch da, also hier direkt am Bahnhof in Valentine die Tarotkarte und dann kurz beim Schlachter vorbeigeritten, das war's schon. Ihr könnt natürlich auch in das Gemischtwarengeschäft gehen oder beim Waffenschmied rein, also beim Waffenhändler. Das zählt dann natürlich auch. Aber mit dem Zug mitfahren, das ist heute easy. Und wer keinen Zug findet, gestern im Video habe ich ein paar Lösungsvorschläge drin. Natürlich die McFarlane's Ranch oder Armadillo. Und ich musste heute umsteigen. Hier direkt am Bahnhof dann ausgestiegen. Ich habe es nicht voll gemacht, weil ich wollte euch noch zeigen, wie das auch anders geht. Wer es noch nicht weiß, man kann auch Zugfahren in der Straßenbahn erledigen. Solange keiner dem Schaffner was tut, der da vorne drin steht, könnt ihr natürlich auch mit der Straßenbahn fahren. Aber wer den Schaffner schießt einer ab, dann wird es kompliziert. Sagen wir mal so. Aber sollte jetzt nicht das Problem sein. Bei mir ist der Schaffner heil geblieben und hat dann ein paar Runden gedreht. Und jetzt zum Beweis zeige ich euch mal, wie das natürlich jetzt hier zählt. Hier der Zug natürlich nicht, aber die Straßenbahn zählt auch, wenn ihr dort eure Runden dreht. Und jetzt machen wir mal das Streifenhörnchen. Weil, nein, wir machen erst die schwierige Kopfgeldmission. Die schwierige als leichte angewählt und die schwierige hat wieder gezählt. So, also das ist der schönste Bug, den Rockstar sich einfallen lassen konnte. Natürlich haben sie es nicht, aber das ist wirklich ein schöner Bug. Und plündern in dieser leichten Kopfgeldmission, die mit einem Dollarzeichen angegeben war. Und der hatte hier was gegen das Plündern, aber da kriegt er jetzt den Revolver über den Schädel. Und dann wird er auch geplündert, genauso wie die Zielperson geplündert wird. Und insgesamt hatte ich 11 Personen in dieser Mission geplündert. Und jetzt kommen wir zum Streifenhörnchen. Beim Streifenhörnchen habe ich heute wirklich eine legendäre Kopfgeldmission gestartet, und zwar die vom Sergio Vincenza. Da können wir zwar nicht häuten, aber wir brauchen nicht häuten beim Streifenhörnchen. Wir brauchen die Streifenhörnchen nur aufsammeln. Aber bevor ich Streifenhörnchen bekommen habe, habe ich erstmal diesen Schmuck hier im Baum gefunden und das zählt als verlorenen Schmuck. Also die Location davon zeige ich euch auch nochmal. Das ist am Kamassa River, südlich von dem Scharfschützen, der da oben hockt. Da solltet ihr natürlich nicht in die Nähe kommen bei der Kopfgeldmission, bei der legendären. Aber
ich sag's euch, da war jetzt auch noch Streifenhörnchen, eins zumindest. Das habe ich dort geschossen, also da hatte ich gleich ein Streifenhörnchen. Ich habe dann nicht weitergesucht für Demonstration, dachte ich, reicht das jetzt? Dann habe ich noch ein paar Location bei, eine bei Blackwater mit Streifenhörnchen und eine bei Wapiti Indian Reservation. Also das sind jetzt sogar drei hier, die Location. Und wer noch mehr braucht, natürlich in der Playlist sind mindestens zwei Streifenhörnchen-Videos drin für mehr Auswahl, für mehr Inspiration. Und das Eintopfessen hat heute wunderbar funktioniert. Wir mussten ja kein Rezept machen. Jetzt saufen wir noch eine antike Schnapsflasche aus. Hätte ich ja gerne in der Straßenbahn gemacht, aber das ist absolut verboten. Ihr dürft Cops erschießen, so viel wie ihr wollt, aber trinkt keinen Schnaps in der Straßenbahn. Ihr werdet sofort festgenommen und für 3 Tage eingesperrt. Bloß so als Information. So, und hier. Wir müssen ja eine Schwarzbrenner-Story-Mission abschließen und die hier ist wirklich leicht, die ich euch hier zeige. Ein bitteres Ende mit bitterem Beigeschmack. Die habe ich gestern im Video drin gemacht. Ihr könnt da noch einen Puma schießen und einen Bären schießen, möchte ich mal nur noch so erwähnen. Aber die ist wirklich leicht. Das mit dem Frachtboot ist wirklich eine schwierige Mission. Und jetzt zeige ich euch nochmal, wie eine Shootout-Serie gestartet wird. Das geht hier. Ich habe die gestartet, aber war keiner da, bin ich wieder rausgegangen. Und das ist bei Xbox öfters. Und jetzt zeige ich euch nochmal, um diese Uhrzeit zumindest. Und jetzt zeige ich euch nochmal, wo ihr Steckbriefe in New Austin bekommen könnt. Also natürlich Benedict Point, Tumbleweed, Armadillo ist easy. Wer das auch hat, ich sag ciao.